weil es gehört hat, nicht. Deswegen, es wird jetzt auch noch nur noch diese Liga kommen, nicht mehr auch noch andere. Die anderen habe ich schon beendet. Ich wollte auch diese beenden, aber ich habe mich jetzt doch nochmal umentschieden. Deswegen werden wir jetzt mal schauen, wie es hier läuft. Und ja, ich muss auf jeden Fall auch schauen, was mit meinem Mikrofon los ist. Das ist gerade ziemlich scheiße. Wenn nicht, ich steige einfach wieder auf meinen... Da rum, aber mal schauen. Genau. Okay, muss ich schauen. And Charles Davis. And thank you, Coach. We are across the Hudson from Midtown Manhattan at MetLife Stadium in East Rutherford, New Jersey. Nothing like the fanfare of introductions to an NFL game, and that was in evidence a moment ago. Fireworks, pyrotechnics, you name it. This crowd is ready as their guys get set to match up between the Miami Dolphins and the New York Giants. Alongside my partner, Charles Davis, I'm ja, jetzt muss ich mal kurz schauen, wie es jetzt sich anhört. Ja, jetzt geht's wieder. So, jetzt können wir wieder durchstarten. An early season tilt, and when it's an early season tilt, should be ready to roll. Well, let's face it, the aches and pains haven't really set in yet, and both teams eyeing a really good start to get things going. Wir beginnen das Ganze. Es ist gegen die CPU, da leider mein Gegner nicht da ist. Aber das ist nicht schlimm. Können wir ein bisschen üben. Es wird neue Kicker geben, es wird neue Receiver geben. Oh, der ist gestört. Was ist denn der denn? Josh Rosen, the 10th overall pick taken in 2018 out of UCLA. Interessant. Jetzt müssen wir mal ganz kurz, wenn es mal fertig ist hier. Okay. Was mir gerade nicht gefallen hat, war mein Kicker. Gerade tatsächlich. Was das gerade war. War. Aber okay, das schauen wir gleich einfach nochmal. Werden wir dann sehen. Ach, jetzt müssen wir mit Defense spielen. Viel zu weit gekommen. Viel zu weit. Gut, Passspiel spielen. Hallo Michi, servus, grüß dich. Ach, Offense. Was geht's hier? Okay. Ja, das ist die Anschauung. Wir müssen, glaube ich, noch die Passverteidigung reinstellen. It's a pick up of 40 Leonard Rose is one of the top draft picks coming out of USC. He's done nothing to diminish the comparisons people make of past picks. From the 44, Rosen. That's good. Tight end Mike Gesicki. And the stop here will come at the 40-yard line. 7 yards there on a
first down. He's got it. First and 10 at the 48. They run the counter. Ambrose is brought down at the 34. A gain of 4. Following the pickup of 4, second and 6. Ach, Leute, Fehler. Ich mach's so schnell. Aber ich bin mal beschäftigt mit dem Ganzen. Huch. Ich hab's wieder nicht gemacht. Ich muss mehr drauf achten. Ich meine Gewohnheit, lieber drauf zu achten. Ja, gesagt. Drei Minuten haben wir noch in der ersten. So, ihr seht schon, wir haben Rivers. Ich weiß aber nicht, warum der jetzt eigentlich vorne ist. Eigentlich ist es so. Aber lass uns mal Rivers spielen. Schauen wir uns das mal an. Hier ist es schlägt. Ach, den hat er sicher. Ach komm. Das ist jetzt wieder. Der ist gut geflogen. Aber ja. Oh, was soll ich mir da dran? Ich muss ja laufen. Ich bin damit ab, dass ich nichts machen muss. Ja, was? Scheißendreck. Nicht so gelaufen, wie ich wollte, aber kann man ja verändern. So. Barkley. Und der ist durch. Ja, ne? Läuft. Okay, mach ich mir sicher. Das war aber kein guter Kick. Aber kommt trotzdem gut. Kick is good. Sehr gut.
Jetzt muss er ein Passspiel machen. Das ist nämlich meine Schwäche noch. Oh, was zum... Ich bin zu weit gelaufen. Drei auf einmal. Sehr gut, Jungs. Aber da kommen wir mal ran. Das wird nochmal ein Run werden. Nein, noch nicht. So, jetzt ist unsere Zeit gekommen. Jetzt müssen sie auf. Aufdrehen, ja. Das Chaos. Was Chaos ist? Jawohl. Ja, wir lassen jetzt. Ah ja, okay. Einmal zu spielen lassen. Oh, schade. Mein Johnson ist auch ziemlich langsam. Merke ich gerade. Sehr geil. Also ich muss sagen, ich würde trotzdem erstmal Jones den Platz des ersten QBs geben. Ich bin so verrückt. So they wanted to go in six, but they got at least something. They must have something out of the way.
they'll take it. Just, I like the way you described it. Not ideal, but they'll take it. Anything to put some points on the board. But this time, our offense, you know, you can see the field goal kicker try back the field. They want that ball in the end zone. They'll be going for six. Oh, catch and turn. Helper X gedrückt. Jetzt haben wir ein Problem, jetzt haben wir zwei gute Quarterbacks, die sind beide gefallen gerade. Would be a touchback. The Dolphins at the line ready for their next drive. They're under a minute to go in the half. A first half that hasn't been particularly kind to you. How do you think they'll play this? Well, I think the smart approach is to run out the clock, look your wounds at the half, and see if you can come up with a strategy to play better in the second. It's also something to challenge in your offense right here. You know, hey guys, you help dig this hole? See if you can get us out of it a little bit before the half runs out. Let's go make some plays. That one complete to his receiver Jennings. Dolphins going to take their second timeout as they stop it here with just under 40 ticks to go in this first half. Here's Collins from the gun on third down. Completes it to the tight end Smythe. And able to get this one across the 35 before he's brought down. Wer ist noch ein bisschen Fußball zu machen? Ich darf jetzt abhalten. Ja, auf jeden Fall passt die Form. Was? Sehr gut. This position just continues to evolve. They become just as critical to the passing attack as a lot of receivers, tight ends, because their ability to make people miss in the open field can really generate big plays for an offense. In our game, most of the starters have made their cameo and departed, but plenty of youngsters out there with a lot to gain or lose as we get you right back out to Brandon Goddard. Coach, thank you. Oh, wir haben sogar den Turnover. Number three. That'll be taken in the end zone. And a nice return sets him up pretty good here at the 35.
Aber sehr gut. War gut. War in Ordnung. Kann man so stehen lassen. Ja. Wir haben 11 Punkte. Schon ein bisschen weh, wenn ich dazu schaue. Und er ist durch! Touchdown! Nice one. Wir haben jetzt 18 Punkte Vorsprung, das sind zwei ganze Touchdowns und ein Field Goal und ein Punkt mehr. Ja. Super lang. Moment, ganz kurz. Ich muss mal ganz kurz erledigen. So. Und da bin ich schon wieder. Musste nicht viel machen. Nur etwas. The Dolphins at the line ready for their next drive. And their halftime hole now even deeper. And they need a big drive here just to answer the first touchdown of the second half scored against them. They were down at the half. Now, as you mentioned, they're down a little bit bigger. But no time for discouragement. Just got to get back to it, right? Put your shoulder against the boulder and start pushing. And try to get back to where you were to start the half. Collins to throw on second down. Firing quickly here, and that's complete. Jetzt achte ich wieder nicht drauf. Oh, ich habe mich selbst umgetaggelt. Der wäre durch gewesen, weil zwei kann ich nicht decken. Boah. Sehr gut. Ja. Nice. Boah, ich hab's mir auch gezogen, weil ich dachte, ich habe jetzt den Kickoff verloren. Aber nice one. Sehr gut. Schauen wir mal, wie es läuft.
Egal, neues First Down. Wow. Der war komplett verworfen. Oh, schade, aber war schön. Schön gelaufen. Ja, bis jetzt bin ich zufrieden mit meinen Leuten. Also Jones sehe ich deutlich als Starter Quarterback. Und Rivers, ja, das muss ich noch zeigen. Oh, nice catch. Aber da trifft Jones keine Schuld. Das war einfach von mir. Zu viel Zeit. Was? Da war auch gerade durch, aber ich würde sagen, hat einen Fehler gemacht. Hä? Ich drück drauf, es passiert wieder nichts. Das war eine Free Reception. Da wieder! Ich drück drauf und es passiert nichts. Play Receiver, A drücken. Mach ich, passiert nichts. X schlägt er ihn weg. Was muss ich drücken, damit er ihn fangen? Das habe ich nicht ganz verstanden. Naja, wir laufen jetzt runter, ganz entspannt. Dann mache ich trotzdem auf. Team's expecting an onside kick 80% of the time. The team expecting it, they do actually recover the ball, which is what we saw here. I just wonder if that number is much more of an anecdotal type of a number. However, the coaches tell us, well, when you score on special teams, and 10% of the time you win the game, I'm still waiting to see that number. Was it incorrect? Good pickup there, 21 yards. Jones out.
Stehe ich nicht, das kann ich durchkommen. Naja. Noch ein Dürren wir. Ganz entspannt. Jetzt müssen wir aber den Ball mal rüberkriegen, weil sonst haben sie noch eine Chance. Okay, das. Nein. Was ist hier gerade passiert? Was ist hier gerade passiert? Bei mir leckt es nicht, also ich spiele eh gegen die CPU, das heißt, ich bin da fein raus. Aber ich habe es öfters in den anderen Spielen, dass ich das Game lag dabei. Aber jetzt wird er fertig gekommen. Also gehen, go for it. Was zum? Dann wird der Lee irgendwie gesprungen. Sollen wir nochmal eine reinwirken oder? Ja, das ist aus, wir lassen aus. Dafür sorge ich, dass ihr nicht durchkommt. Nein, es bleibt so niedrig. Aber wir werden nichts mehr machen. Das sind ja nochmal dafür gegangen. Stimmt. Ja, nee, wir machen die. Wir lassen das ganz entspannt auslaufen. Das war ein tolles Spiel. Ich hoffe, es hat euch gefallen. War leider nur die CPU, deswegen kann man nicht viel erwarten. Aber wir lassen es jetzt einfach auslaufen.
bedanke mich fürs Zuschauen schon mal beim Kader. Kader geht halt überhaupt jetzt noch weiter dann? Muss ich gleich mal schauen. Aber das lassen wir einfach auslaufen. Also mal, wir können laufen nochmal. Ah, Nick, wir lassen es auslaufen. Genau, wir lassen es auslaufen. Sehr gut. Das war's jetzt von Madden. Wir gehen jetzt noch für eine Stunde circa in der Universe Sim und dann geht es weiter mit Arma 3. Und ja. Wie gesagt, es wird jetzt alle 3 Tage wahrscheinlich kommen, Madden. Ich werde das Stream so ein bisschen anpassen, es wird aber auch nur das Spiel dann halt gestreamt. Also nicht noch als extra, sondern wenn Madden extra kommt, kommt es nur. Also ich mache auch nur eine Liga, das heißt, es geht für eine Stunde circa. Wollen wir jetzt schon da? Ja, circa eine Stunde stream ich dann. Und das war's dann für den Tag. Die ganz normalen Streaming-Tage stehen fest, die sind im Streamplan drin, die dürft ihr euch gerne anschauen. Unten in der Beschreibung seht ihr sie. Stream Shadow oder Shadow steht da dran, also Zeitplan. Könnt ihr nachschauen. Und Moment mal ganz kurz.